Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt oder Let's Play. Ich weiß es noch nicht ganz genau, was das hier werden wird. Wir schauen uns das Spiel Heat Death Survival Train an. Da ist jetzt momentan eben rausgekommen. Das Spiel an sich ist noch nicht draußen. Das soll das Jahr veröffentlicht werden. Und es geht so in Richtung Void Train, was ich ja auch gespielt habe. Und ich finde das Konzept ziemlich gut. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal hier an. Das ganze Spiel ist von Mess Games Dev und über die findet man noch nicht sehr viel im Internet, außer dass sie bei Game Jams ein bisschen was mitgemacht haben und das ist jetzt ihr erstes großes Spiel. Okay, wir sagen jetzt hier mal New Game und gehen mal direkt rein. I woke up in a lab, hooked up to the machine and wires, not knowing who I am. The lab was silent and empty. I stumbled out of the building into a frozen wasteland. No life, no warmth, no hope. Just snow and rocks. There's a train track, the only thing that seems to lead to somewhere. Could it take me to civilization or at least to some answers? I will follow these train tracks for now. Ja, und damit startet auch schon das Tutorial. WASD zum Bewegen, soweit klar. Und ich vermute mal, wir sind aus dem Ganzen hier raus. Das ist die ganze Welt hier. Was auch immer das hier oben ist. Und das sind diese, ja, Tracks halt, wo der Zug dann drauf fahren wird. Das ist, glaube ich, so eine Art Magnetschwebezug. Mit ein bisschen Fantasie. Und... Ah, just that. Okay, ja, das kann ich auch so erklären. Also das erste ist natürlich die Gesundheit, das zweite ist Stamina und das dritte ist quasi die Anzugpower. Also wir haben... Gut, wir sehen uns selber nicht. Wir haben einen Anzug an und der verbraucht Energie. Und mit der Energie können wir dann aber auch Sachen bauen und die können wir dann wieder aufladen. Da ist der erste Bahnhof, den werden wir dann dort mal hingehen. Und der Task ist, dass wir quasi diesen Zug ausbauen. Dass er einerseits uns vor Kälte und Witterung schützt und uns auch verteidigt. Denn es gibt dann auch Gegner, die uns angreifen. Aber zuerst mal müssen wir hier Ressourcen sammeln, beziehungsweise wir müssen hier im Control Center erstmal die ganzen Sachen einschalten, damit wir hier Strom haben, damit wir hier arbeiten können. Gut. Ja, es ist halt eine sehr frühe Early Access, die man hier spielt, beziehungsweise es ist noch nicht mal eine Early Access, es ist Closed Beta, noch vor Early Access. Also mal schauen, wie viel Content sie hat, entsprechend gibt es dann ein, zwei Episoden von mir. Oder es bleibt bei einer, wir werden es gleich sehen. No Power. Flashlight mit T. Aber das braucht Suit Power. Da muss man aufpassen. Control Panels. You can interact with some Control Panels to do that. Simply get close to them and then use your mouse to select. Ja, also einfach in die Nähe rangehen und dann können wir hier klicken. So, hier gibt es nichts Spannendes. Wir werden erstmal hier alles einschalten. Zuerst ist, glaube ich, hier, das ist der Generator, oder? Ja, Generator einschalten. Und dann Strom einschalten. Okay. So, you can save the game by using the body scanner. Wir machen erstmal die Taschenlampe wieder aus. Es ist ein body scanner und wir werden da... Was ist das? Ach so. Es spiegelt sich von da. So, wir werden jetzt erstmal speichern. Kostet 100 Station Power. Ich denke mal, wird schon passen. Und dann werden wir hier mal ein bisschen looten. Zuerst werden wir hier mal Blueprints einsammeln, damit wir neue Sachen bauen können. Das war für die Engine. Und es gibt hier auch so Briefe. Hey, I managed to fix the storage room store, but I was in a hassle. Some buyers were fried and I had to replace them with spare parts. There's some useful stuff in there that might help us before Johnny back. P.S. I had to change the key code because everyone knew the old one. The new key code is written below. Don't forget it, okay? 5011. Okay. Das ist schon mal nützlich. Fancy Rechner hier. Oh, ich glaube, das sollte nicht passieren. Moment, bewegt sich das? Oh, die kann man ja bewegen. Ich dachte, das wäre statisch. Alles klar. Also, gehen wir hier mal rein. Rest. Und tun wir hier Energy Drinks mitnehmen. Für später. Kann ich das auch bewegen?
Oh ja, das geht. Dem Spiel fehlt es auch ein bisschen an atmosphärischer Musik. Eventuell werde ich dann im Edit ein bisschen Hintergrundmusik noch reinlegen, damit es nicht ganz so ruhig ist. So, hier. Interact. 5, 0, 11. Wunderbar. Ja, nicht sehr viel hier drin. Was haben wir hier drin? Material. Alles klar. Was ist das? Smart Material. Sehr gut. Wenn wir mal Tab drücken, dann sehen wir unser Inventar. Dann haben wir hier die Data Logs, die wir hier so finden können. Und mit B kommen wir hier in das Baumenü. Das ist jetzt quasi hier so die ganzen Fenster, Wände etc., was man bauen kann. Dann für die Lokomotive Zeugs, Sachen für die Stromerzeugung, für die Verteidigung und sonstiges Geschmiss. So viel gibt es hier noch nicht, beziehungsweise ist hier noch nicht alles freigeschalten. Von dem wenigen, was es jetzt momentan gibt. Gut, gab es hier noch was zum Einsammeln? Nee. Sieht nicht so aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Gebäude da. Habitat 1. Das kann man nicht einsammeln. Kann ich das einsammeln? Yes, noch ein Energy Drink. Ah, Power Status online. Wenn man das Licht in einer ausschaltet. Ja, wir lassen es einfach mal an. Lena, Officer. Biogen, use the Biogen to craft energy drinks, foods and first aid kits. Das brauchen wir noch nicht. Small Battery. Die brauchen wir dann unbedingt. So, das sind diese Generatoren. Können wir momentan nur Energy Drinks machen. Aber da haben wir ja schon welche gefunden. Hi, Researcher. Oh, blind. Wunderbar. Sarah, Engineer. Irgendwas Nützliches. Oh, Tech Scrap. Sehr gut. Ziemlich dünnes Bett. Und Storage. Yes, das auch wieder gut ist. So. Ach, mit Tee kann man Take All machen. Sehe ich gerade. Sehr nice. Gut. Dann bleibt jetzt eigentlich nur ein Gebäude hier über. Gehen wir mal rüber. Ne, es sind zwei, Entschuldigung. Ach, da unten sind ja auch noch welche. Also ich würde sagen, wir tun die hier alle erstmal looten, bevor wir dann mit dem Bauen beginnen. Oh, ein bisschen dunkel hier. Blueprint. Nice. Engine Tier 1. Was ist das? Shadow Bees. Oh ja, nehmen wir mal mit. Für irgendwas wird schon gut sein. Wo ist der Eingang von dem Gebäude? Hier, Habitat 2. Sieht überhaupt nicht gleich aus wie das andere. Medic. Will ich nicht aufnehmen. Das nicht. Battery. Nice. Ranger. Nochmal was zum Lesen. Things have been pretty peaceful lately, which is a rare thing in this world. It means we are not in constant danger of being attacked by drones or other threats. But sometimes it also means we are not having any action of excitement. All I've been doing for the past few months is patrolling the lakeside for any signs of danger and returning back to the outpost. It's the same routine over and over again and it's getting dull. Maybe I'm being too impatient. Maybe I'm just used to all the amazing fights and missions I've had before. Maybe I should be thankful for what I have instead of wishing for what I don't. Maybe I should enjoy the peace while it lasts, because who knows what might happen next. But I can't help it. I'm a ranger after all. I live for adventure, for combat, for thrill. Außerdem, Ranger ist ein bisschen langweilig, weil hier einfach nichts passiert ist. Und vermisst die... Oh, Munition. Die Abenteuer in Kämpfe, die es vorher gegeben hat. So, Leo, Engineer.
Ja, das nehmen wir auch mit. Nice. Je mehr wir hier einsammeln, umso weniger müssen wir später craften. Nächster Blueprint. Aber das Spiel wird Stand jetzt noch sehr viel Arbeit und Polish brauchen. Bis das auch nochmal ansatzweise auf dem Level ist, wie es Void Train ist. Also, es ist zwar das grundsätzliche gleiche Prinzip, aber Void Train ist doch viel, viel weiter. Aber die haben auch erst letztes Jahr, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, mit dem ganzen Projekt hier angefangen. Ach, da war ich schon drin. Was noch mehr von dem? Nice. Entsprechend gibt es hier auch noch wenig Assets und wenig Inhalt. Aber ich bin nochmal gespannt, inwiefern wir den Zug hier ausbauen können und wie die Gefechte aussehen. So. Nächster Blueprint. Nice. Scrapper is a friendly drone that finds scraps around the map and turns them into materials. If you follow them, you might discover new places and find more materials. Also das... Ach, da ist die Drohne. Und da hinten hat es noch mehr. Komm mal. Oh, Material. Inventory Capacity... Oh. Inventar ist voll, aber hier jetzt noch Material. Alles klar. Hallo, Droni. In irgendeinem Film habe ich so eine Drohne schon mal gesehen. Mit so einem ähnlichen Gesicht. Ah, ich komme nicht drauf. Scheiß trotzdem hier mein Storage rein. Ah, okay. Da hat es auch Material. Smart Material. Okay, ich glaube, wir werden erstmal ein bisschen am Zug rumbasteln. Taschenlampe aus. Okay, hier gehe ich definitiv langsamer. Es gibt sogar Fußabdrücke. Okay. Zudelay. Station. Rein hier. Train. This is the train. Right now it's just a few empty wagons, but you'll be able to build whatever you need on it. Train. Engine. Your train needs at least one engine to start moving. To build an engine first, you need to learn what pieces it requires. Find 3 blueprint tables to learn building engines. Haben wir auch schon. Resources inventory. To build anything, you need resources. You can find these resources scattered around and inside chests. You can view resources that you have in your inventory. Soweit auch klar. Okay. Small battery charger. Okay, hier können wir unsere Batterien aufladen, wenn wir leere Batterien haben. Und das ist der Zug für den Moment. Nur diese zwei, ich nenne es mal Transportplatten fürs Erste. Wir brauchen jetzt noch so Engine Components. Ich gehe mal hier hin und werde hier mal ein bisschen was storen. Vielleicht mal das da. Für den Moment. Und speichern. Yes. Sehr gut. Build Menu. Ja, das haben wir gerade schon gesehen. Ich bin ein bisschen zu schnell für das Tutorial. So, das glaube ich sind die Engine Components. Oh, ich brauche mehr Capacity. Ah, schade. Ja gut, dann kann ich aber vielleicht schon mal was bauen, damit die Sachen hier mal loswerde. Wall Corner, Window Corner. So, hier hat es einen Pfeil. Der sollte hier nach innen schauen. Ich werde nochmal das hier bauen. Wir werden das mal kurz drehen. Sehr gut, dann haben wir hier schon mal zwei Fenster. Und Window. Das machen wir hier so hin. Perfekt. Dann hätte ich gerne eine Wall. So, einmal hier nach innen. Auch hier nach innen. Alternative Materials. Okay, sehr gut. Dann kann ich wieder Zeugs hier einsammeln. So. Ja, damit. Ah, beziehungsweise ich sollte erstmal Engine Component hier nehmen. Open. Take all. Dankeschön.
Death Scrap. Gut. Ist das eigentlich hier hinten oder geht's da einfach wieder raus? Da geht's einfach wieder raus. Okay, alles klar. Dann kann ich mir hier den Rest noch holen. Take all. Ah, Mann. Okay, wir brauchen erstmal die Engine Tier 1. Braucht Engine Component und zweimal Smart Material. Das haben wir ja schon. Und die Engine, glaube ich, baue ich mir mal ganz nach hinten hin. Würde mal sagen, so in die Ecke rein. Oder in die Mitte. Ja, machen wir in die Mitte. Engine Control Panel, you need Engine Control Panel to start engines and control your train. Fabricator and Crafting, you can craft resources against small materials and items better used using Fabricators. Also mit dem Fabrikator kann man dann nur andere Sachen herstellen, die wir benötigen. Denn zum Beispiel für die Lokomotive, wir brauchen da diesen Engine Screen und den Power Screen und da brauchen wir hier diese Screens. Diese Screens können wir hier in diesem Fabrikator hier basteln. Zurzeit haben wir alles. Braucht 10 Sekunden, so wie ich das jetzt hier sehe. Ja. Wir könnten theoretisch jetzt gerade den zweiten noch nutzen, wenn wir wollten. So, geht ein dem Screen. Wunderbar. Kann man sogar zusehen dabei. Nice. Okay. Dann sollten wir das jetzt bauen können. Moment, Locomotive Engine Screen. Das hätte ich gern ganz vorne. Keine Ahnung, irgendwie. So, und Power Control Panel. Power. Ah ne, Lokomotive Power. Ah, wir brauchen Smart Materials. Okay, warte mal, habe ich das nicht hier drin? Nee. Man kann mal alles mitnehmen. So, für Smart Materials haben wir alles. Einmal bitte bauen. Und wir haben fast keine Anzugpower mehr. Haben wir eine Small Battery. Können wir einmal usen. Nice. Daraus kriegen wir übrigens eine Use Battery. Was ist denn Use Small Battery? Die braucht man teilweise auch zum Craften, aber die können wir dann wieder aufladen. Ach shit, da hätte Smart Material gehabt. Und da auch. Okay. Hätte ich dich nicht eingesammelt? Body Scanner, 1 von 3. Der wäre noch ganz praktisch zum Speichern. So, Locomotive, Power Screen. Ist gern genau gleich wie das andere. So, was Windows and Ceilings. Ja. Was Windows Orientation. Da wird es eher auch nochmal erklärt, was ich gerade gesagt habe. Mit dem Pfeil. Train Engineer. Congratulations. You are now Train Engineer. Customize your train to your liking and discover new parts as you explore the frozen world. Machen wir gleich. Also hier können wir den Zug steuern. Vor, zurück. Und können wir den Motor dann ausmachen. Und dann haben wir hier noch Status von unserer Energie. In Outdoor Lights on. Oh cool, das ist eine Beleuchtung. Ich frage mich jetzt nur, haben wir auch eine Tür? Ceiling Stairs. Ah da, Door. Eine Door wäre natürlich nicht schlecht. Ich hätte ich gerne hier so. Will ich das auf beiden Seiten haben? Ah, ich glaube, ich baue das erstmal gleich. Ich hätte gerne nochmal so eine Wall. Ja, einmal rotieren, dankeschön. Eine Tor nochmal. Wo bist du? Da. Komm, dankeschön. Und dann hätte ich nochmal gesagt, Window. Beziehungsweise wir brauchen Energie. Small Battery, Use. Shit, wir brauchen Material.
Das gab's aber draußen. Unlock. Hier hatte ich ja noch nicht alles eingesammelt. Yes. Ja. Mal 12. Geil. So, Drohne ist da oben. Schön einmal. Ah. Insufficient Capacity. Ich hoffe, es gibt dann sowas ähnliches wie einen Rucksack hier noch. Südere. Baumenü. Window. Dankeschön. Gleiche hier. Hallo. Dankeschön. Ich würde mal sagen. Wir könnten das da hinten. Wir können das jetzt zweifach verglast machen. Also einfach zwei Scheiben hier so nebeneinander. Not enough power. Okay, das wird noch nervig. Small battery. Use. Dann können wir schon mal eine Batterie wieder aufladen. Es dauert eine ganze Minute. Finde ich ein bisschen lange. Ich wollte hier noch eine Wall hinbauen. Und hier noch ein Fenster. Window. Ja, damit. Und hier noch eine Wall. Ich weiß auch gar nicht. Weißt du was? Wir machen Wall Corner hier rein. Ich weiß auch gar nicht, was die so irgendwie an Defense bieten oder ob die Sachen überhaupt kaputt gehen können. Oh, es braucht immer noch. Oh Mann. Aber sieht schon mal futuristisch aus. Schneller. So, gerade die nächste. Dann können wir hier die Battery wieder nutzen. Wissi. Ja. Used. Also, einmal Wall Corner hier bitte nochmal. Hier brauche ich noch eine normale Wall. Oh, kein Material mehr. Okay, dann hat es ausgebaut fürs Erste. Ist aber nicht so schlimm. Da oben gibt es dann gleich mehr. Hier war ja nichts mehr. Nö. Also das könnt ihr mal vielleicht auf 30 Sekunden reduzieren. Eine ganze Minute warten, damit die Batterie geladen ist. Sehe ich nicht. Oder wenigstens macht es dann ein paar mehr Charger hier hin. Dankeschön. Können wir gerade die nächste machen. Material gibt es hier nicht mehr. Ja, wir müssen weiterfahren. Ah. So viel zu, es hat nichts mehr. Kann ich mir eine Kiste basteln? Adas, Chest, ja, da braucht es aber zwei Material. Vielleicht sollten wir als nächstes eine Chest basteln. Go, mach mal schneller. Sonst hier die Ecke nochmal kontrollieren. Nee, da war. Dynamic Seasons! Von was? Also, ich würde mal behaupten, das sind auch ein paar Standard-Store-Assets hier mit dabei. Sieht ein bisschen generisch aus. So, fertig. Okay, dann können wir mit unserem Zug erstmal hier fahren. Dazu sagen wir hier Turn Engine on und vorwärts. So, vorwärts, dankeschön. Los geht's, da sehen wir auch, wie die Energie jetzt hier runter geht und in welcher Rate.
Schade, dass es nicht irgendwie lauter ist. Okay, turn engine off. Tutele. Okay, ich würde mal schnell noch... Bleibst du stehen? Okay. Ich würde jetzt mal ganz kurz da nach oben gehen und die Sachen noch schnell einsammeln und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich wieder im Zug. Also das da oben kenne ich, das sind einfach die gleichen Gebäude wie da. Da gibt es nichts Spannendes zu sehen. Also, kleiner Cut für euch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wäre ich wieder. Hab mal die Sachen da hinten eingesammelt. Und eigentlich nur ein bisschen Materialien. Ja, Deutsch. Materialien. Sonst nichts Spannendes. Okay, wie schaut es aus mit der Power? Haben wir wieder 500 plus 50 ohne allem. Okay. Engine on, please. Weiß. Und los geht's. So, auf Stufe 3 minus 280 pro Minute. Also wir brauchen hier unbedingt irgendetwas, was Strom erzeugt. Und ein Dach wäre nicht schlecht. Storm and Weather Forecast. The storm is forming. The temperature will drop significantly during storms. It's better to be indoor. Also, you can check the forecast inside the control center's main room. Ja, wo wir jetzt gerade wegfahren. Späte Info. Was sieht überhaupt nicht nach Strom aus? Und da vorne ist schon die nächste Siedlung. Kann ich ein Seeding bauen? Use the site to create multi-store buildings. Ceiling Edge. Mal kurz gucken von der Ausrichtung. Kann ich das doch nicht bauen? Ja. Oder muss ich da erst den Floor hier machen? Lol, da wird man das hier so bauen lassen. Okay. So, 200 Power haben wir jetzt noch. Und Fallend. Gut, wird mal langsamer hier. Da oben ist auch noch was. So, stehen bleiben bitte. Danke. Engine off. Das heißt, ich kann dann... Seeding Corner, Seeding Edge. Ja, das finde ich gerade ein bisschen dämlich. Stairs, Floor, Window. Ne, ich vermute mal, das muss ich erst hier unten bauen. Ah, und dann kann ich es auch oben bauen. Okay. Ich brauche Floor Corner. Lol, wie kann ich das wieder wegmachen? Aras. Kann ich das wieder löschen? Defense. Architecture. Hey, das ist jetzt ja total beschissen. Kann ich Sachen wieder löschen? Moment. Max Building Distance, Place, Cancel Build, Rotate. Okay, hier wird's dunkel. Wir haben den Sturm. Wir sollten eigentlich reingehen, aber ich würde gerne wissen, wie ich Sachen lösche. Ich sehe hier nichts, was ihr sagt. Ich könnte es wieder löschen. Locomotive, Defense-Seite. Oder muss ich hier vielleicht den Floor nochmal auswählen? Blockt. Ja, ich weiß, dass blockt ist, aber ich will es hier weghaben. Ah. Cool. Das ist jetzt ein Problem. Warum ist das auch so ein riesen Ding hier? Machen wir nochmal Floor Corner. You're freezing. You're losing stamina as much high rate as some of the buildings are heated. Ja, ich schau gleich mal nach. Ach so. Hier müssen wir rein.
Und einmal so. Okay, wir lösen Health. Ich mach gleich weiter, ich gehe gleich mal rein. Also wir haben keine Energy mehr. Okay. Station. Gehen wir mal doch mal rein. So. Hör zu. Ist jetzt besser? I guess. Ich hoffe, das ist bald wieder vorbei, der Sturm. Was haben wir hier? Text Scrap. Ja, damit. Einmal saven. Dankeschön. Sehr gut. Blueprint. Craften will ich gerade nichts. Material. Her damit. Und wir könnten eine Batterie gebrauchen. Small Battery. Use. Vielleicht gerade zweimal. Ladestation. Ladestation. Keine Ladestation hier. Das war dann das zweitwichtigste, was wir bauen sollten. Okay, Floor. Mach hier nochmal auf. So, hier nochmal schnell rein. Wenn das hier fertig baut. Komm, dankeschön. Not enough material. Shit. Okay. Dann heißt's looten. Power. Hier so. Noise. Ach, das ist ja schon an. Smart Battery. Nice. Und hier. State blocked. Turn off. Disconnect. Okay, hier wäre alles zum Einschalten. Aber es ist ja schon an. Gut, wir gehen hier wieder raus. Oh, wir haben wieder gutes Wetter. So, verhältnismäßig gutes Wetter. Oh, komm, geh schneller. Yes. Battery Charger. Kensu. Oh, mal eat. Nice, der Mann wieder voll. First Aid Kit. Klingt gut. Und nochmal was zum Lesen. I received a message from Lena today. She said that the train is on its way and will arrive tomorrow. They will pick me up around 6, so I should be ready to leave by then. Yesterday I encountered a few scout drones. I took them out, but I don't think they have been wandering here all by themselves. We should be careful. Ist das schon Hinweis dafür? Oh, noch mehr Ammo. Dass wir demnächst Stress bekommen. Gut. Ah, da ist wieder Trudi. Storage. Ja, die kann ich nicht aufmachen. Aber das hier. Ja, damit. Und es wird Sinn machen, dass ich mir mal eine Kiste bastel. Damit ich hier mal Sachen reinmachen kann. Die ich nicht die ganze Zeit brauche. Das glaube ich mal bei Adas. Chest. Sehr gut. Ich glaube, ich mache das mal da in die Ecke rein. Nice. Was tue ich da mal rein? Einerseits mal die Ammo. Die brauche ich momentan nicht. Energy Drink brauche ich auch nicht. First Aid Kit kommt rein. Den Rest brauche ich. Gut. Floor. Machen wir weiter. Südlee. Keine Energie mehr. Wo war das mit dem Ladegerät? Hier in dem Gebäude, glaube ich, ne? Ja. So. Nochmal chargen. Dankeschön. Naja, und das haben wir noch hier nach oben. Schön alles mitnehmen. Und dann werden wir uns nochmal angucken, wo Drohne so hinfliegt. Workstation. Nice. Batterie. Blueprint. And that's it.
und Storage nochmal. Ist ein bisschen schade, dass hier halt alles gleich aussieht. So, open, take all. Battery können wir mal usen. Ja, sonst ist hier nichts drin. Wie gesagt, es ist halt alles super Early Access. Oha. Was ist das Rote da hinten? Dann obviously, wenn wir da mit dem Zug durchfahren, da ist Rodi unterwegs. Und von irgendwo da hinten. Was braucht's denn für eine Verteidigungsanlage? Defense. Resource anderen, find mal Blueprints. 1 von 3 gefunden. Hier würde ich, glaube ich, nochmal so ein Fensterteil reinmachen. Oder soll man macht eine Tür Sinn, damit wir hier durchgehen können? Eigentlich macht die Tür hier Sinn. Door. Hier so nach innen. Okay. Und hier brauchen wir noch so ein Wall-Element. Und dann wäre das hier zu. Dann brauchen wir eigentlich. Ja, ich muss das Problem halt hier noch irgendwie lösen. Okay. Floor. Floor, Floor, Floor. Dankeschön. Not enough power. Use small battery. So, sind wir wieder voll. Floor, dankeschön. Halt, ich werde nochmal die anderen hier noch aufladen. So. Und charge. Okay, ich werde das mal hier schnell fertig aufladen und währenddessen schaue ich mal kurz in Discord, wie man hier Sachen wieder löschen kann. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Alle Batterien aufgeladen. Es gab noch mal einen Sturm und mein Mikrofon ist runtergefallen. Das ist nur so nebenbei. Ich würde so... Oh, warte mal. Ich glaube, wir waren ja noch nicht bei Drohne hier drin. Gibt es ja meistens auch noch Materialien. Wo fliegst du eigentlich hin? Flieg da entlang. Da nach hinten. Na, ich denke mal, wir werden es da mit dem Zug eh sehen. Open Material mal 11. Geil. Und ich weiß, wie man Sachen löscht. Und zwar drückt man dazu die Taste V. Da ist man hier im Scrap Mode drin. Muss man auch erstmal wissen. Also hier V. Scrap. Und da kriegt man sogar Materialien wieder. Und ich hätte jetzt gern Floor Corner. Hier. Dankeschön. Und noch die Variante hier. Dann wäre das jetzt hier complete. Dann bräuchten wir als nächstes. Beziehungsweise ich lasse mal den Zug mal ein bisschen fahren. Turn Engine on. Auf Stufe 1. Was ich jetzt gerne hätte, wäre eine Treppe. Ja, genau, so. Die würde ich gern. Warte mal, woher denn hier der Floor auf? So. So, Droni, wo bist du hingeflogen? Die ist schon wieder weg. Wird doch nicht irgendwo drauf sein. Okay, weiter mit dem Ausbau. Floor, Floor, Floor. Floor Corner. Jetzt haben wir es hier so. Ach shit, jetzt muss ich ja das hier natürlich ausscrappen. Droni? Gut, mal da hinten oben ist noch was. Ja, Drohne ist darauf. Den bleiben. Mein Engine off. Du bist noch da oben. Was haben wir hier da hinten? Ah. Sag Kaiser, was soll der Drohne nachlaufen für Goodies? Und hier sind wieder diese Pflanzen, die sind für Energy Drinks, habe ich vorher im Inventar gesehen. Ah, in dem Schnee geht wieder alles langsamer.
Bitte sagt mir nicht, dass ich umsonst... Das ist ja wirklich was. Wehe, das lohnt sich nicht. Ich glaube, Jumpen ist hier der Trick. Was haben wir hier? Open Materials, Small 4. Okay, besser als gar nichts. Und Smart Material. Okay. Jumpen. Geht man zumindest ein, dass es schneller geht. Und eventuell weniger Stamina braucht. Yes. Es gibt übrigens Stand dieser Person, wo ich gerade spiele, noch keinen Fallschaden. Ist aber noch kommen. Hallo Droni. Ciao Droni. Oh, geiler Ausblick, ne? Hat schon was. Ich mach da mal einen kleinen Screenshot. So. Runter hier. So eine Safe Station hier drin bauen wäre auch noch geil. Sonst machen wir erstmal den Boden. Floor Corner. Einmal so. Und. Einmal so. Machen wir es vielleicht gerade bei allen Corners? War das jetzt richtig? Ja. Gut. Und wir brauchen Energy. Mal wieder. Okay. Floor. Hier. Von unten geht es ein bisschen leichter. Ich komme hier noch. Jetzt baue hier den Floor hin. Not enough material. Naja. War eine kurze Freude. Weiterfahren. Oh, komm. Haben wir Small... Ne, warte mal. Ich habe das, glaube ich, hier reingetan. Energy Drink. Sehr gut. Ganz auffüllen müssen wir erstmal noch nicht. First Aid Kit will ich auch noch nicht nutzen. Ich glaube, das kommt noch früh genug. Ja, ein bisschen leer noch unser Zug, aber der wird schon langsam voll mit der Zeit. Ich hoffe, ich kann da einfach durchfahren. Ob das sowas wie eine Instanzbegrenzung ist? Oh, da hinten fliegt schon die nächste Drohne. Was steht da? Under Lockdown. Kann ich trotzdem durch? Nö. Okay, turn engine off. Warum bist du under Lockdown? Ist es gut, wenn ich dann einfach so reingehe? Es ist halt naturmäßig momentan hier noch wenig los, ne? Also so ein Bär oder sowas wäre irgendwie ganz geil. Gut, Control Center Manager. Locked. Ah, okay. Mitten im Code, den wir hier erstmal finden müssen. Okay. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Spiel selber ausprobieren wollt. Die Demo gibt es auf Steam. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann mal schauen, was für Abenteuer hier noch auf uns warten. Bis dahin. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.